Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Es ist ein kleines Jubiläum, es ist Folge Nummer 60 mittlerweile und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er ist wie alle Gäste in diesem Podcast ein mutiger Macher, der in seinem Leben die eine oder andere oder vielleicht auch ein paar mehr mutige Entscheidungen getroffen hat und deshalb heute in seiner Branche, in seiner Nische, in seinem Bereich ein absoluter Experte ist und außerordentlich erfolgreich. Und an diesem Erfolgswissen lässt er euch heute teilhaben und ich schaue, dass ich im Interview das eine oder andere aus ihm rauskitzeln werde. Unser Thema heute ist Vertrieb der Zukunft und wie du die digitale Transformation für dich auch erfolgreich umsetzen und in die Praxis überführen kannst. Und dafür ist er der absolute Experte. Er ist multipler Buchautor, Bestsellerautor von unzähligen Bestsellern. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Bücher es waren. 4 Bestseller waren es insgesamt. Und Bücher, wirst du uns gleich sagen, wie viele es insgesamt waren. Sehr, sehr, sehr viele. Unter anderem ja, die Standardwerke zum Thema Vertrieb oder Führung im Gabal Verlag erschienen. Das sind solche Wälzer. Und ja, wenn du, da ist es genau. Wenn du ein Buch hast, das Standardwerk heißt, dann weißt du, der Mann hat Ahnung davon. Er ist seit vielen Jahrzehnten, danke, natürlich hat er die griffbereit, wenn du jetzt zuschaust, dann hat er sie gerade in die Kamera gehalten. Er ist seit vielen Jahrzehnten am Markt etabliert als führender Experte zu den Themen Vertrieb und Führung, ist in allen großen deutschen Unternehmen, in vielen DAX-Konzernen gern gesehener Gast und Trainer vieler Mitarbeiter und ja, ist gern gesehener Speaker auf den größten Bühnen dieses Landes. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist immer ehrlich, er ist immer direkt. Er ist ein Typ mit Ecken und Kanten und das schätze ich ihm an ihm ganz besonders. Er meint, was er sagt und er sagt, was er meint. Herzlich willkommen, mein lieber Freund Martin Limbeck. Hey, ja, tolle Anmoderation. Ich habe nur eine kleine Ergänzung, auch wenn es jetzt ein bisschen ne, Ecken und Kanten. Du weißt ja, das haben wir schon mal geübt in Wiesbaden, wir zwei. Ja. In 30 Ländern gesprochen mittlerweile und da habe das große Glück, dass ich der erste Deutsche sein durfte, der auch bei der NSA gesprochen hat, aber nicht, was ihr denkt, bei der National Speakers Association, dem größten Trainer- und Berater-Coaching-Verband der Welt. Und von daher haben wir schon ein bisschen was gesehen, aber auch alles in Englisch hier machen. Und das ist schon schön, ja, wir machen das gerne. Ja, ich erinnere mich sehr an eine Veranstaltung, das ist ein paar Jahre her, da war ich noch im Vertrieb und wir hatten dich eingeladen als Gastsprecher und ich hatte dich angekündigt als den erfolgreichsten Vertriebstrainer Deutschlands und dein erster Satz war dann, Kerim, ich korrigiere dich sehr ungern, aber ich bin der fucking beste Vertriebstrainer von ganz Europa. Und das trifft es auf den Punkt und das beschreibt Martin Limbeck, glaube ich, in einem Satz sehr, sehr gerne und dafür schätze ich dich sehr und mag dich sehr. Mein Lieber, sag doch vielleicht für die ganz, ganz wenigen, die dich nicht kennen, die jetzt gerade zuhören, vielleicht 2, 3 Sätze zu Martin Limbeck. Wie bist du ja in diese Branche gekommen? Wie bist du Vertriebs- und Führungstrainer geworden? Was bewegt dich, dass du tust, was du tust? Also, 2, 3 Sätze ist natürlich für jemanden, der redet, schwierig. Weil auch gerne 4, 5. Mein Durchbruch, sage ich immer, eine schon mutige Entscheidung war, zu meinem Dad zu gehen, zu sagen, Papa, ich will ein Jahr nach Amerika. Er sagte, wer finanziert das? Da bin ich zu Oma gegangen, die hat es finanziert. Ja, und dann war ich ein Jahr lang von zu Hause weg und ich sage mal, das ist mein Fundament. Warum ist das mein Fundament? Ich habe in Amerika ein paar Sachen gelernt, nämlich einmal größer zu denken, einmal, dass du es selber in die Hand nehmen musst und dass sich harte Arbeit lohnt, weil alle Kinder an der Highschool oder Jugendliche haben nebenher gearbeitet und ich habe Rasen gemäht, wer mich kennt die Geschichte, ein bisschen Schnee geschaufelt, ne, er schaufelt, dann treffelt ein Vortrag von mir. Habe so meine ersten 1000 Dollar verdient, dann war für mich klar, ich werde Millionär und fahre Porsche. Meine Mutter sagt, das hätte ich aber schon mit 6 Jahren jedem auf dem Campingplatz erklärt. War das so in mir drin, aber natürlich keine Ahnung wie. Und dann bin ich wiedergekommen, habe eine Lehre als großen Auslandskaufmann gemacht. Da habe ich das erste Mal so mein Sales-Talent erkannt, weil ich war in einem Großhandel, Elektro-Großhandel und Einzelhandel. Die hatten also einen Großhandel für den Handwerker. Ja, und mit dem an der Theke, hey Stift, hol mir mal 3,5 Meter, 3 mal 1,5 Nüm oder ein paar Schalter und ne, so. Oder, aber es kam aber auch mittags so die reiche Dame aus dem Hartwald und hat eine Tiffany-Lampe für 8.000. Die habe ich damals gekauft. Da merkte ich irgendwie, boah, du kannst. Und du kannst auf der anderen Seite auch mit den Handwerkern gut. So.
Und sag doch den letzten Satz gerade nochmal bitte, da war kurz die Verbindung ein bisschen abgetappt, das ging ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du es machst hier, wenn du im WLAN drin bist und trotzdem noch irgendwie Flugmodus hast, kann trotzdem noch irgendwie ein Anruf rein. Ich muss nochmal WLAN-Telefon ausmachen, dann muss ich es immer wegdrücken. Dann habe ich halt gelernt, ich kann gut mit den Handwerkern, aber auch mit den reichen Damen aus dem Harz. So. Und dann war klar, ich will in den Außendienst. Jetzt war ich jung und hatte das große Glück, im Kopiererland oder in einem Kopiererbranche zu landen, in einem kleinen Unternehmen in Frankfurt, was später gekauft worden ist von einem Konzern. Und da merkte ich so das erste Mal, ich auch gut mit Menschen um kann. Da war ich später Mentor. Und mit 27 Jahren, ich musste mal ein graphologisches Gutachten machen, so eine Schriftprobe, darauf tun die deine Persönlichkeit, wer das nicht kennt, ableiten. Dann drin nicht führbar, was machst du dann? So. Jetzt muss man dazu sagen, mein Papa war selbstständig, fast 10 Jahre lang mit einem Partner, der ist betrogen worden. So sind wir nach Hessen gekommen aus dem Ruhrgebiet. Und dann dort Geschäftsführer geworden ist. Mein Papa hat mir immer beigebracht, Junge, wenn du was machst, immer alleine. Deine Prägung, da sehen wir auch, wie Kindheit prägt oder zu Hause prägt. Und ich hatte dann nach der Kopiererbranche, wollte raus, habe da Karriere gemacht, war Vertriebschef, hatte 150 Mitarbeiter, 100 Millionen Verantwortung, schon mit 27 sehr viel Geld verdient. Das wollte ich irgendwie halten, wollte aber nicht in die neuen Bundesländer einen Kopiererladen aufmachen. Boah, da muss man Geld aufnehmen, Risiko. In Wiesbaden gab es das erste Franchise-System auf China und Partner, Immobilien hatte ich keine Ahnung. Aber was die Kopiererbranche extrem gut gemacht hat, war, wir sind extrem viel auf Seminaren gewesen. Also diesen Weiterbildungshype, den wir so in den letzten 3-4 Jahren auch durch Gedankentanken und andere bekommen haben, ja, jetzt auch öffentlich, das war in der Kopiererbranche gesetzt. Also so 4 Wochen Einführungsseminar, alle 3 Monate 4 Tage Seminar. Und da lernte ich einen Peter Volke kennen, Institut für Wirtschaftspädagogik, und der hatte ein Franchise-System. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, und das ist mir schon immer wichtig, weil du sagst, wie bist du Speaker, Trainer, Coach geworden? Eigentlich bin ich nur geworden aus 2 Gründen. Erst, ich wollte Unternehmer werden. Ich wollte immer Unternehmer sein. Ich sage auch heute, ich bin Unternehmer, der zufällig Trainings, Coachings, ja, und Beratung heute macht. Zweiter Punkt ist, ich gehe dazu, das ist heute nicht mehr mein Treiber. Mein Treiber früher war Geld. Ich habe so wegen Geld gemacht. Und ich hatte Honorare gehört. Boah, 3.000 Mark, 4.000 Mark am Tag. Ich meine, ich hatte schon... Na klar, ich hatte 30.000 Mark im Monat verdient, Kopiererbranche Geld bezahlt. Aber da dachte ich, boah, da kannst du ja noch mal mehr Geld verdienen. Und die Spitzenleute 10.000 Mark. Mega. So, da will ich rein. So, hatte natürlich keine Ahnung. Bin froh, dass ich in einem Franchise-System war. Ich glaube, auch der Einzelkämpfer-Vertrieb der Zukunft, hast du es ja hier auch gesagt. Ich glaube, auch in unserer Branche, wenn du etwas machst, so wie du, der offene Veranstaltungen macht, der viele Menschen erreichen will, ja, und Menschen einen Einstieg geben will in die Persönlichkeitsentwicklung, in den Mut rein, ja, der jetzt nicht sagt, ich will der Mutmacher im B2B werden, also im Großunternehmen, im DAX-Konzern, dann kannst du es auch alleine machen, als alleine der Star, natürlich auch mit dahinter, weißt du selber, ja, aber ich glaube, dass der Einzelkämpfer in Zukunft aussterben wird. Ich glaube auch, dass vielen in unserer Branche gerade nicht gut geht, weil ich kenne Leute, ich habe heute wieder jemanden gehabt, den bauen wir gerade eine Online-Akademie. Er sagt, mir hat 3 Monate kein Geld verdient. Und ich bin kein Pessimist, nur dass meine Blutgruppe ist kaputt. Aber du und ich werden dieses Jahr keine Großveranstaltung mehr sehen oder besuchen. Ja. Unserer Branche. Weil wir werden kein Fußballstadion von Ihnen dieses Jahr sehen. Und ich habe heute noch mit einem Kunden telefoniert, der sagte, Herr Limbeck, ich glaube, solange wir keinen Impfstoff haben, werden Sie auch kein Seminar mehr machen. So weit will ich jetzt nicht gehen. Aber der Staat hat gerade gelockert, wie wir ja wissen. Nur ich merke es bei meinen eigenen Kunden. Ich habe viele Kunden, amerikanische Konzerne, Banken. Eine Bank zum Beispiel sagt, vor dem 30.06. wollen wir gar keinen Kunden sehen und machen auch keine. So, also. Und von daher wird sich viel verändern. Und wir sind ja eben mit 25 Leuten mittlerweile auch unterwegs. Das wissen wenige. Das ist ja auch hier unser neues Logo. Wir haben ja gerade ein Rebranding gemacht. Limbeck Group. Wir bringen es auf den Punkt. Ja, wir bringen ihren Vertrieb auf den Punkt. Vertrieb macht Zukunft. Da haben wir ja auch der Vertrieb der Zukunft. Es wird sich viel ändern. Ich glaube, wir haben durch diese nicht schöne Situation, die ja keiner geglaubt hatte, ich mag das Wort schon gar nicht mehr in den Mund nehmen, und ich mag auch, meine Frau machte sich letztens bei einem Glas Wein abends schön lustig. Sie sagte, wer nichts wird, wird Wirt früher. Und heute sagt sie, wer nichts wird, wird Virologe. Ja, den fand ich auch ganz schön. Menschen auch in unserer Branche, die unzählig sich dazu äußern mussten, wo du gedacht hast, alter Schwede, ich kann es nicht mehr sehen und nicht mehr hören, ohne jemand nahe treten zu wollen, aber war halt einfach nicht meins. Manchmal ist einfach geil, selbst so einer mit Ecken und Kanten, wenn du keine Ahnung hast,
Fresse halten. Einfach mal Klappe halten. Dich gar nicht dazu, also Katze weniger kaputt machen, wie wenn er so ein Scheiß verbreitet, was der ein oder andere gemacht hat. Da waren ein paar gute Sachen, um Gottes Willen. Aber was haben wir gelernt? Was wird sich verändern? Ich habe heute einen Fertighausbauer dran gehabt. Wenn ich dem vor 3 Jahren gesagt hätte, pass mal auf, wir machen dein Geschäft digital. Wir machen eine Beratung, also du und ich jetzt, nicht hier bei Insta Live, sondern wir beide sind in einer richtigen Beratungssoftware drin. Es gibt ja Beratungssoftware, eine alte Branche, ganz früher mal Finanzdienstleister. Ich kenne Finanzdienstleister, die haben 10 Jahre schon keinen Kunden mehr gesehen. So, aber ich rede von richtiger Beratungssoftware, nicht Zoom, GoToMeeting, gibt es ja ganz viele, PurpleView, Flexperto sind wir Partner von PestAdvice und so weiter. So, was heißt das? Du willst ein Haus kaufen jetzt in Wiesbaden oder bauen, als Beispiel, ja, dann bist du früher in eine Fertighausausstellung gegangen. Ich will nicht sagen, dass du da nicht auch noch hingehst, aber es wird Hybrid werden. Jetzt warst du da, der hat vielleicht keine Zeit für dich gehabt, das Prospekt mitgenommen. Ja, jetzt habt ihr einen Termin ausgemacht. Ich kann mir vorstellen, weil die Software das heute kann. Ich kann also in der richtigen Software Co-Browsing machen. Ich kann ein Whiteboard machen. Ich kann dir deinen Grundriss von deinem Haus machen. Dann können wir zusammen rummalen. Dann einen Vertrag hochladen. Du kannst ihn direkt asynchron unterzeichnen. Das wird kommen. Und er sagt, Herr Limbeck, ich habe total Bock drauf. Wann sehen wir uns? Und das machen wir heute zum Beispiel. Wir helfen dem Kunden den Einstieg in eine, in Anführungsstrichen, richtige Digitalisierung. Für manche ist Digitalisierung, ich habe mal ein CRM gemacht oder eine neue Webseite, sondern digitale Prozesse auch, die den Verkauf unterstützen. Denn, mit Verlaub, nimm mal ein paar Branchen raus, nimm mal einen Stromvertrieb. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren, und ich glaube, das wird gar nicht mehr so lange dauern, auch wenn wir gerade für ein Unternehmen so einen Stromvertrieb aufgebaut haben, einen Direktvertrieb dort zu dort mit über 200 Leuten, das kann ich remote machen. Da muss ich nicht mehr anstellen bei dir an der Haustür. Mit dir, feste Zeit, kann ich alles online heute machen. Calendly oder was auch immer für ein Tool nutzen, halbe Stunde eingestellt, zack, und dann so. Nimm Mobilfunkstore. Wofür brauche ich noch einen Mobilfunkstore? Alles an Zubehör kann ich mit einer virtuellen Brille. Ja, wir haben gerade ja auch das Thema virtuelle Messen. Ja, online anschauen. Du legst mir hier den Vertrag rum. Ich verlängere um 24 Monate. Nimm das Thema. Ich habe Kunden im Maschinenbau, die sagen, jetzt durch die besondere Situation, alle Messen, die ist ja ausgefallen. Da denkt man drüber nach, wo man jetzt eine virtuelle Messe gemacht hat, online. Ja. Geben wir überhaupt noch eine Messe, wenn du überlegst, wie viel Millionen eine Messe teilweise kostet? Also, ich glaube, dass immer da, wo es einfach ist, wo die persönliche Bindung nicht so wichtig ist, da wird der Vertrieb mehr und mehr digitalisiert werden, mehr und mehr online funktionieren. Und da, wo es beratungsintensiv ist, erklärungsbedürftig, hoher Serviceansatz und hoher Preis, wird es immer auch persönlich sein, weil nochmal, Menschen kaufen gerne von Menschen. Ja. Ja. Wäre auch schöner, wenn wir beide jetzt bei dir sitzen würden und das hier zusammen machen würden, als so. Ja, nur die Einfachheit, dass wir das jetzt machen. Du in Wiesbaden, ich in Wesel. 2,5 Stunden für den einen hin oder zurück, 5 Stunden. So, für was? Ja. Ich habe es auch heute gesagt zu dem Kunden, den ich dran hatte im Fertighausbereich. Da war terminiert für Juli für einen Termin. So, das wäre erstes Kennenlernen gewesen. Ich wäre also 3 Stunden hingefahren, Stunde Gespräch, anderthalb, 3 Stunden zurück. Gut, ich gucke, dass ich immer mehr Termine habe. Wir waren uns beide heute einig, so ein erstes Kennenlernen wird digital sein. So. Es ändert sich natürlich gerade durch die Corona-Zeit natürlich einiges. Und ich glaube, vieles wird beschleunigt, was ansonsten in den nächsten 10 Jahren Step by Step passiert wurde oder passiert wäre, ist jetzt in den Unternehmen ganz, ganz stark vorangetrieben worden. Du hast ja 2 Dinge gesagt. Du hast gesagt, zum einen wird der Einzelkämpfer aussterben. Das heißt, das Thema Teams wird immer wichtiger, genauso wie du auch die Limbeck Group. Also ich meine, wie viele Trainer hast du bei dir in der Limbeck Group? Mit denen du gemeinsam arbeitest? Wir haben 8 Leute. Ja. Also wir sind ja hier eine richtige Company. Wir haben Beratungssoftware auch, die wir uns vertreiben. Ich habe ja eine eigene KI-Software rausgebracht, www.mike.online. Ich gebe es ja mal hier in den Kommentaren an, www.mike.online. Webbasiert. Guido sagt gerade hier, mir ist der Mensch wichtiger als digital, ist mir auch, Guido, aber du wirst es nicht aufhalten können. Das ist eben mein Punkt an der Stelle. Und schau, wie du gerade sagst, auch die Digitalisierung ist jetzt schneller gegangen. Nimm auch noch mal kurz die Versicherungsbranche, die alten Recken, so à la dein Dad oder auch ich, meiner
50, nenne ich ja liebevoll Silberrücken, die hatten keinen Bock auf Online-Beratung. Die hatten jetzt gar keine andere Chance. Ja. Ich habe relativ schnell eine Nische gefunden. Wir haben ein neues Produkt gemacht, heißt Limbeck Online-Beratung, CRS, ja, Certified Remote Seller. Mhm. Ich habe 5 Versicherungskonzerne gerade mit 4x1,5-Stunden-Session fit gemacht in wie verkaufe ich jetzt digital, weil das mal, guck mal, das hat sich auch bei uns geändert. Du siehst hier einen doppelten Bildschirm, der ist jetzt aus, da ist die Kamera, da ist der nette Onkel da auch reinschaut. Dann habe ich hier 4 Monitore, ich kann zwischen der Präsentation wechseln, habe eine zweite Kamera dann mir hier hingebaut. Ja, hier kommt jetzt noch ein elektronisches Whiteboard hin. Ja, ich habe eine Live-Session vor kurzem gemacht, da sagte jemand, Mensch, ich habe noch nie einen Trainer gesehen mit 2 Kameras wechseln. Auch das verändert sich ja. Ich hatte einen Call mit Mark Sandborn, Bestseller-Autor USA, ein paar Jungs aus Südafrika, so eine Mastermind-Gruppe, England, Jeff Ram, der Servicemann. Es gibt ja noch keinen Standard. Für die meisten ist heute Live-Session Laptop da oben in die Linse reinschauen, nenne ich gleich bei dem Webinar. Ja, aber du musst dir auch einfach, auch das ist ja cool und schau, ich habe jetzt gerade gelernt, das wirst du auch kennen, 4x1,5 Stunden Live-Session ist anstrengender wie 2 Tage Seminar. Ja. Weil du musst ganz anders, du lieferst viel mehr Content, viel gezielter. Ja. Ja, und das hat sich verändert. Da muss auch unsere Branche umdenken. Ja. Ja, der Unterschied, du hast kein direktes energetisches Feedback. Ne? Du hast keine Gruppe mehr da. Du spürst die Menschen nicht, du weißt nicht, wo holst du die gerade ab. Du musst viel breiter streuen, um wirklich auch jeden abzuholen, weil das direkte Feedback halt gar nicht mehr da ist von den Teilnehmern. Ob es jetzt 4, 10 oder 40 oder 400 sind. Ich glaube, das ist, wie du sagst, ein ganz anderes Arbeiten. 100 Leute, da kannst du nichts freischalten, da siehst du keinen. Da musst du so gut auf deinem Kontext sein, das ist wie Vortrag. Mhm. Ja, ich lasse mir zwar, aber auch da habe ich gelernt, ich nehme eine Moderatorin dazu, die liest mir den Chat vor. Also wir zaubern da schon ein bisschen, ne? Da wo drin sein in allen Bereichen. Aber hätte mir mal einer gesagt, auch vor 10 Jahren, dass ich mit meinen 53 Jahren nochmal Software wieder verkaufe, Kerin, und in die Digitalisierungsberatung für Vertriebe reingehe, ich seit dem Leben nicht. Ich wollte Trainer sein, wollte unterstützen. Aber dieses Training, Beratung wächst immer mehr zusammen. Wir waren gestern 2 Tage Workshop, war mein erster wieder, haben einen Positionierungsworkshop gemacht. Das Unternehmen muss ich komplett neu aufstellen. Was ist denn der richtige Markt für dich? Was ist denn deine Zielgruppe jetzt? Ja. Wir sind BAFA-Berater, wir können hier bei den 4.000-Euro-Hilfspaket mitmachen, um mal so einen Anschub zu geben, weil viele müssen ihr Geschäftsmodell überdenken, weil ihr Geschäftsmodell auch weg ist danach. Ich muss in einen anderen Markt rein. Ist es Messebau in Zukunft oder mache ich doch vielleicht Ladenbau oder Möbel? Ja. Es wird nicht so viele Messen geben wie früher. Glaubst du, dass die Menschen nicht wieder zurück wollen, auch zum direkten Kontakt, weil natürlich die Phase geht vorbei. Natürlich werden da auch gerade ganz viele Ängste geschürt, da wird ganz viel Politik gemacht, um auch eine entsprechend Kapital damit zu machen. Aber nichtsdestotrotz wird es ja auch wieder so sein, dass wir uns wieder persönlich begegnen. Und ich habe es ja gemerkt, ich war jetzt die Woche zum ersten Mal in der Stadt. Und die Städte waren voll, die Restaurants waren voll, jeder Tisch draußen war besetzt. Also die Menschen wollen ja wieder raus, die haben keinen Bock mehr, nur noch im Bildschirm zu gucken. Die Menschen wollen ja auch den persönlichen Kontakt. Die Fitnessstudios sind wieder voll, seit die aufmachen dürfen. Ne, auch wenn jetzt die meisten irgendwie Equipment zu Hause haben und den ganzen Tag gratis Online-Kurse zu Hause gemacht haben und ihren Yoga vom Fernseher oder vom Laptop, die rennen direkt wieder in den Yogakurs, weil der Mensch ist halt ein soziales Wesen und sucht auch den direkten Kontakt. Also ich glaube, es wird beides geben. Ja, gestern auch der Geschäftsführer des Unternehmens, wo wir waren, sagte, mein Social-Media-Team und der E-Commerce-Bereich, die waren auch alle im Homeoffice, Kurzzeit und so weiter und so weiter. Und die fragten jetzt, ob sie mal wieder in die Firma kommen können, damit sie ja einen Kontakt nicht verlieren. Absolut. Ja. Also wir brauchen beides, bin total bei den sozialen Menschen, wir brauchen den Kontakt, wir müssen anfassen. Ja. Ich kann mir erzählen, ich habe gestern auf der Autobahn einen Kunden, mit dem ich befreundet bin, getroffen, also Auto vom, auf derselben Autobahn sind wir rausgefahren. Den habe ich in den Arm genommen, also nur, dass wir gesprochen haben. Ja. Ja, hoffentlich werde ich jetzt nicht weggesperrt hier. bis wir uns aber wieder richtig die Hand geben, jetzt auch im Business, das wird, glaube ich, noch dauern. Auch durch die Ängste. Ich habe vor 3 Wochen schon von einem Freund, der in Korea gerade ist und lebt, ein WhatsApp-Bild bekommen aus einer Bar. Die Party geht wieder los. Du hast eine volle Bar, wie du gesagt hast, eben auch da in Korea.
volle Bar, keine Handschuhe, kein Schutz, kein Nix und hoch die Tassen. Also der Laden war, da war Party. So, also ich glaube auch, wenn wir alle reden von der zweiten Welle, wir hoffen jetzt mal alle nicht, dass sie kommt, aber wenn sie kommt, werden wir so einen Lockdown nicht mehr machen können, glaube ich, weil die Menschen, möglicherweise sagst, sie sich nicht nochmal mitmachen würden. Ich glaube, da würden Menschen schon auf die Straße gehen. Ja, da bin ich bei dir. Aber wenn wir auf Vertrieb zurückkommen, ich glaube, der Vertrieb wird noch stärker hybrid. Mhm. Menschen denken jetzt noch mehr darüber nach, nachdem sie gesehen haben, dass das hier funktioniert. Dass ich aber überlege, wenn interessanteres, stärkeres geht oder größere Projekte geht, dass vielleicht auch so ein erstes Kennenlernen vielleicht erstmal nur online ist. Ja, ich glaube, wenn wir einfach mal, lass mal einfach das Gedankenspiel machen, wir blenden mal kurz Corona und all das, was damit jetzt beschleunigt wurde, aus. Dann glaube ich ja, dass diese Entwicklung ja ohnehin gekommen wäre. Sie ist jetzt einfach nur ein bisschen schneller und ein bisschen intensiver gekommen. Ja. Aus der Not gedrungen, um zu überleben für ganz, ganz viele Unternehmen. Und ich glaube, dass dieses Hybrid, was du sagst, dass das ja was ist, was ganz essentiell mit dem Vertrieb der Zukunft zu tun hat, dass ich diese Klaviatur gut spiele, dass ich die Kombination auch gut nutze, also meinem Kunden auch die Nähe und den menschlichen Kontakt gebe, den es braucht für eine ordentliche Bindung, aber auch meinem Kunden das Leben einfach mache, weil für der kann sich ja auch mal kurz eben einplanen, mit mir eine halbe Stunde einen Call zu machen bei Zoom, als wenn ich da vorbeikomme und Kaffee und ne, und das ist ja auch für den Kunden effizienter. Absolut, ich glaube auch, dass du bei der Online-Session nicht so viel Smalltalk hast, wie du sonst hast. Und dadurch auch die Gespräche viel kürzer laufen, weil du nicht von Hölzchen auf Stöckchen dich verlierst. Ja. Also nochmal, und vor allen Dingen, machen wir uns auch nichts vor, du kommst aus dem Direktvertrieb. Der teuerste Kanal, den ein Unternehmen haben kann, ist der Direktvertrieb. Auto, Provision, viele Kilometer, Unterhaltskosten. Da kann ich schon mal gucken. Also nochmal, es geht ja nicht auf alle. Also wir werden immer Verkäufer haben. Da kann ich auch jedem die Angst nehmen. Werden wir weiter haben. Ja, aber ich glaube, auch das haben wir gelernt in vielen Bereichen. Nimm das Beispiel, ich habe für SAP mal vor ein paar Jahren was gemacht, auch einen Vortrag. Und weiter wie heute sagte mir eine Freundin, die ich dort kannte, die auch sich für die Organisation dieses Events bemühte, sagte, hier kommt gleich ein Experte, den fliegen wir gerade aus Amerika ein, First Class. Dann kam da fest, ein Typ, Jogginghose, wie ein Amerikaner kennst. Hat umgezogen, Anzug mit Flieger, werde ich nie vergessen. Machte seinen Vortrag, war so ein IT-Spezialist, damals noch Cyber Security, relativ am Anfang. So, dann zog der sich nach seinem Vortrag wieder aus, Jogginghose, Flughafen, First Class zurück. Ich habe dann mal gefragt, was habt ihr da jetzt für investiert? Das ist keinem erzählen, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie 50. Die Amerikaner sind ja sowieso teuer. So einen werden wir uns in Zukunft auch nicht mehr einfliegen lassen, der wird auf einer Leinwand übertragen live. Mhm. Also ich glaube, wo wir nicht den persönlichen Kontakt zu brauchen, wie wir glauben, und das haben wir jetzt gelernt, werden wir nicht so brauchen. Wir werden auch mehr Homeoffice haben, was wir früher nicht hatten, weil jeder sagte, der muss anwesend sein, der muss kommen. Ja, wir werden im Vertrieb auch mehr das Thema haben, Vertrauensarbeitszeit. Ich habe ja noch ganz viele Vertriebe, wo du hier noch stempeln musst. Nimm die ganzen Versicherer, nehmen die ganzen Sparkassen und Volksbanken teilweise. Ja. Und ich sage mal, du kannst dich 4 Stunden noch auf der Arbeit verstecken. Eben. Die 8 Stunden effektiv zu Hause arbeiten. Also beides geht. Ja, ich glaube, das wird schon anders. Meetings, guck mal, auch Meetings mit Verkäuferinnen und Verkäufern, das hast du einmal im Quartal gemacht, 2 Wochen, das war auch unterschiedlich. Du fixst der Firma. Das geht heute. Breakout-Sessions bei Zoom kann ich zum Beispiel auch Gruppenarbeiten verteilen. Eben. Das wird alles anders. Und Vertrieb der Zukunft wird eben auch, nimm das Beispiel, messen. Virtuell durch Messeräume gehen. Ich kann Sachen ausprobieren. Das wird schon. Aber jetzt mal, also mal reintönen, das wird kommen. Aber glaubst du, dass, nimm mal die größte Messe hier, die IAA, glaubst du, dass du das ersetzen kannst, da hinzugehen, dieses Auto anzufassen? Und da reinzusteigen und das zu riechen. Und das ist ja, das kannst du ja nicht digitalisieren. Ne? Das ist ja, ich meine, du hast das Beispiel Porsche gebracht, du bist leidenschaftlicher Porsche-Fahrer. Natürlich kannst du die Emotionen von einem Porsche in einem Werbespot geil rüberbringen. Aber die Emotionen von einem Porsche spürst du, wenn du die Tür aufmachst und einsteigst und den Schlüssel umdrehst auf der linken Seite und losfährst. Wir brauchen gar nicht darüber diskutieren. Ja.
ich zum Kunden gefahren. Ich dachte mir schon, Autobahn ist leer. Ja, ich bin, wie ich losgefahren war, habe ich eine Stunde rausgefahren. Also alles super. Eben weil nichts los war, nicht weil ich so toll fahren kann an der Stelle nur. Da bin ich bei dir. Aber schau, was ich aber meine jetzt, und das wird Hybrid werden. Ich gehe vielleicht noch zum ersten Termin in den Porsche-Laden. Ja. Und dann gucke ich mir das Auto an, gucke mir die Farben an, setze mich nochmal rein. Aber ich muss vielleicht nicht mehr zum zweiten Termin kommen, sondern der Verkäufer sagt, ich mache ein Angebot fertig, vielleicht kaufe ich nicht beim ersten Mal. Jetzt lädt er mir das hoch in die Software, die Beratungssoftware. Mhm. Ich kann meine Ausstattung nochmal verändern. Der macht mir schon mal nochmal ein Filmchen da rein. Mhm. Der simuliert mein Wunschkennzeichen vielleicht schon auf dem Auto. Das wird anders werden. Oder nimm mal mich jetzt. Du weißt, bin Frankfurt, lange Jahre ja in Königstein gewesen und im Taunus gewesen, bin jetzt nach Wesel gezogen. Ich habe immer noch meinen Autohändler in Frankfurt. Mhm. Jetzt kommt ein neues Modell, 991 zu 992. Muss ich da noch hinfahren? So, der zeigt mir in der 3D-Version die neuen Bilder, die anderen Themen. Ich muss da nicht Becken fühlen, riechen. Ja. Nach Frankfurt. Jetzt kann man auch sagen, wahrscheinlich kannst du das Ding auch direkt bestellen, der schickt dir den auch richtig. Nur, ich will sagen, wir werden genauer hingucken und Aufwände noch optimieren. Absolut, ja. Nur, was wir gesprochen haben, es wird auch ganz viele Bereiche noch geben, nach wie vor, die nur offline funktionieren werden und Geschäfte. Zum Beispiel, was glaubst du, welche Bereiche sind das? Ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ja, nimm das ganze Thema, wobei, das geht auch schon online. Lass mich überlegen, was wird denn nur offline schon? Klar, alles im Bereich des Maschinenbaus, also da, wo ich Prozesse habe, da, wo ich Werke ausstatte, da, wo ich Maschinen habe, da, wo ich Komponenten habe, die ich zusammenstellen muss. Nimm das Thema, ich glaube, Einzelhandel, Uhren zum Beispiel oder solche Themen, ja, die werde ich nicht online kaufen, die will ich auch mal anfassen, Gewicht gucken, wie sieht ja meinem Arm aus, ja. Also ich habe es ja jetzt gemerkt, ich war notgedrungen, weil ja alles zu war und Frühjahr ist immer so, ne, also ich bin ja Mann, ich gehe so einmal im Jahr einkaufen, paar tausend Euro weg, neue Klamotten für ein Jahr, nächstes Jahr wieder. Ne, das ist, ich bin keiner, der shoppen geht andauernd und ich mache das eigentlich immer im Frühjahr. Und das ist jetzt weg. Also habe ich angefangen, online was zu bestellen, weil ich im Strahl gekotzt habe, Pakete wieder zur Post bringen, weil das nicht gepasst hat, weil die Qualität nichts war, weil es mir nicht gefallen hat. Also geh in den Laden, fass das an, zieh das einmal an, weiß, passt, okay, fertig, lass uns gehen. Also das ist halt was, das ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu digitalisieren, aber auch da die Kombination ist das alles Entscheidende, weil jetzt, weiß ich nicht, meine Unterwäsche oder Socken, die kann ich ja online wieder nachbestellen. Ne, da weiß ich einmal, welches Modell habe ich, aber dann muss ich nicht nochmal in den Laden dafür gehen. Du, nimm das Beispiel jetzt auch, ich brauche auch zwei neue Anzüge, mein Schneider sitzt in Bangkok, der kommt viermal im Jahr hier rüber, nimmt Maß. Der hat meine Maße jetzt einmal. Also ich will nur sagen, ja, hier kam eben nochmal Baustoff. Das ist zum Beispiel einer der wenigen Märkte, der noch nicht digitalisiert ist. Ich habe gerade vor kurzem mit jemandem gesprochen. Ja, der sagt mir ganz klar, lass doch mal unseren lieben Kollegen von Alibaba auf die Idee kommen, Baustoff zu digitalisieren. Wird kommen. Mhm. Ja. Wird kommen. Auf der anderen Seite, ich habe gerade ein neues Bett bestellt, so ein Boxspringbett und habe das online gekauft rein, ohne dass ich vorher im Laden war. Und habe dann geguckt, dann habe ich da angerufen. Die haben mir dann Stoffmuster geschickt, so 20 verschiedene Farben und Stoffe. Halt zum Angucken, zum Anfassen, zum Testen. Und dann habe ich die angerufen um, weiß ich nicht, 17:45, habe keinen mehr erreicht. 17:56, nach Feierabend, 20 Minuten, kriege ich einen Rückruf. Und habe dann noch eine Dreiviertelstunde mit dem telefoniert, das Bett bestellt am Ende, also Thema Kundenservice, Extrameile. Aber das lief alles online, aber halt mit dem Hybrid, die haben was zugeschickt, guter Service, nah dran am Kunden, funktioniert, auch ohne, dass ich in dem Bett drin gelegen habe am Ende, ohne, dass ich da in einem Store bin, dass es alles 10-mal teurer ist. Also das ne, ist diese Kombination, wie du sagst, glaube ich, das alles Entscheidende. Oder genauso meine Team-Meetings mache ich seit Jahr und Tag online bei Zoom. Also mein Team ist verteilt in ganz Deutschland. Die machen das ja alle nebenberuflich, dass die mich hier supporten in meinem Unternehmen. Das läuft alles nur bei Zoom und läuft alles nur digital und funktioniert wunderbar. Mein Versicherungsmakler, den habe ich in den letzten 2 Jahren einmal gesehen, der sitzt in Duisburg und ich im Saarland jetzt die ganze Zeit und jetzt wieder in Wiesbaden.
Den habe ich einmal gesehen, da war er als Teilnehmer bei meinem Seminar, da haben wir über alles gesprochen, aber nicht über Versicherungen. Und Versicherungen mache ich mit ihm nur am Telefon oder per E-Mail. Ja, also das ist, aber vorher war der persönliche Bezug da. Ne? Also ich kannte ihn vorher persönlich, das Vertrauensverhältnis ist ja, da, das war wichtig. Auch beides, ja? Ja. Beides, aber irgendwann brauchst du nur noch das eine, ja. Ja. Was glaubst du ist, wenn du jetzt bisher wirklich sehr, sehr offline gearbeitet hast, wenn das Thema, wenn du weißt, was ist Zoom und wie gehe ich dahin? Also wenn du gar keine Ahnung von Tuten und Blasen hast in dem Bereich bisher, was empfiehlst du jemandem, ob das jetzt ein Einzelkämpfer ist oder ob das ein mittelständisches Unternehmen ist, als ersten Schritt wirklich zu sagen, sich mit dem Thema mal proaktiv, wo man mal proaktiv schon gar nicht mehr sagen kann jetzt, eher reaktiv mal auseinanderzusetzen? Naja, es geht ja schon darum, ne, welches Licht habe ich, welche Technik brauche ich, was passt zu mir, was ist beim Kunden zulässig. Wir haben ganz viele Konzerne, die nach wie vor sagen, Zoom geht gar nicht wegen Datenschutz. Mhm. Ja, gutes Mikrofon musst du haben. Ja, ich mag zum Beispiel auch diese rein geskinten Bilder, weil du bewegst dich, dann siehst du so ja, auch. Ja, ja. Also, schon eine Menge. Und vor allen Dingen auch, da fängt es an, das kennst du auch vom Telefonieren früher her, wie bringst du den Kunden überhaupt auch zur Online-Beratung? Auch das ist so ein Thema, auch in der Versicherungswirtschaft, wo wir sagen, ja, meine Kunden wollen das nicht, wie bringe ich jetzt meine Kunden dazu? Ja. Das sind ja Themen, die ich machen muss und machen kann. Ne? Absolut richtig. Ja, Ton, ne? Also ist völlig richtig. Ich habe ja ne, hier die altmodischen Dinger in den Ohren, auch wenn es komisch aussieht. AirPods sind cooler, das Ding hat aber den besseren Ton, gerade in der Podcast-Auswertung am Ende. Habe ich halt da den besseren Ton und habe ja hier nur eingeschränkte Möglichkeiten, wenn wir das bei Insta Live machen. Also ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich da auch ein bisschen Gedanken zu machen. Ich habe hier mir gegenüber zwei Softboxen stehen. Für 50 Euro ist kein Geld, aber wenn ich die Dinge ausmache, sieht aus wie Kacke. Also das ist, so hast du richtiges Licht, wirkt ganz anders. Ja. Na, jetzt sitze ich hier wegen Umzug vor der nackten Wand. Normalerweise habe ich da einen schöneren Hintergrund, aber das ist alles weggepackt. Also da kann man. Ich habe auch meine gerade streichen lassen von weiß weg, ist extra so ein Schieferding, da kommt erst noch ein schönes Regal dran, dann zwei Bücher drauf und was Schönes, ja. Dezentes hinten dran. Ne? Mhm. Aber da machst du dir halt dann auch jetzt Gedanken, wo du musst irgendwie so. Ne? Also, definitiv. Da gehst du nochmal ganz anders an die Themen dran. Hier kommt auch nochmal die Frage, könnt ihr alles online machen, aber ob das nachhaltig ist, da bin ich ja total dabei. Also nur, dass wir uns richtig verstehen, ich bin immer noch ein Freund von dem Offline-Verkäufer auch, nur du wirst es nicht auffallen können. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du gehörst irgendwann zu den Dinosauriern, habe ich wieder gesagt, wie immer, ich möchte lieber zu den First Movern gehören. Mhm. Vor 5 Jahren auch schon Blended Learning in Deutschland wirklich eingeführt. Wir haben eine umfangreiche Online-Akademie mit über 2000 Teilnehmern. Wir bauen für Kunden Online-Academy. Mhm. Also ich kann mich dem Thema einfach nicht verschließen. Das ist absolut richtig. Wie verändert sich denn die Vertriebsführung? In der Zeit der Digitalisierung. Ne? Das läuft ja auch alles ganz, ganz anders mittlerweile. Angefangen einfach nur bei WhatsApp bis hin zu all den digitalen Prozessen, die wir haben. Wie verändert sich der Kontakt zu Menschen, die ich führe? Ja. Ich muss ganz andere Maßstäbe an die Führung heute setzen. Ja? Mhm. Früher haben Menschen Zeit gegen Geld getauscht. Heute brauche ich viel mehr Sinn. Mhm. Ja. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass ich heute viel flexibler bin. Ja. Wir reden heute alle von Agilität, wir reden heute alle von Scrum im Vertrieb, weil wir auch gerade mit einem großen Konzern zu tun. Du brauchst 4 bis 6 Jahre, bis es eingeführt ist, weil auf der einen Seite Menschen wollen auf der einen Seite Selbstverwirklichung haben und Verantwortung haben. Wir merken teilweise auch bei unseren jungen Menschen, sie können es gar nicht, sind sehr hilflos, alleine es umzusetzen. Die Alten müssen lernen, auf einmal sich nicht mehr über Mitarbeiter zu definieren. Ich habe noch Führungskräfte manchmal im Seminar, die sagen, ich habe 5000 Mitarbeiter. Ja, und haben sich über die Mitarbeiterzahl definiert. Mhm. Die haben aber gar keinen Mitarbeiter mehr und haben den Status Bereichsleiter verloren. Mhm. Ja, und müssen jetzt agil arbeiten. Wir haben vielleicht Spezialisten, die heute eben ganz woanders auf der Welt sitzen, die ich integrieren muss. Also ich muss ja auch Meetings anders gestalten. Ja. Auch ganz andere Kontrollmechanismen, wenn ich überhaupt von Kontrolle reden mag. Ja, OKR ist heute das Thema. Ne? Objective Key Results. Also ne, eigentlich auch nichts anderes, wie was anderes für Ziele setzen. Ja, Vereinbarung treffen. Wir werden, Beispiel, ich war vor kurzem mal bei dem Finanzdienstleistungsinstitut, da wird das 14. Gehalt auch darüber mitbestimmt, über das Arbeitszeitkonto, ob du pünktlich warst. Mhm.
Aber dieses Arbeitszeitkonto pflegen dauert für eine Führungskraft, eine Top-Führungskraft, irgendwie, weil alles kontrollieren muss, einen Tag pro Monat. Was ich abgeschafft habe, die Vertrauensarbeitszeit. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen weg von diesen klassischen alten Gesprächen, Zielvereinbarungsgespräch, Zwischenjahreszielgespräch, Kritik. Ja. Verändern, agiler. Ich war ja schon immer für Führen nach Zielen, also dass du direkt ja, immer wieder mit den Mitarbeitern Ziele vereinbarst. Bei dem einen kannst du es leider länger lassen, bei dem anderen musst du es länger anziehen oder in einem Thema alleine lassen, dem anderen enger anziehen. Ich glaube, ich muss heute viel flexibler sein, muss diese alten, verkrusteten Annahmen über Bord schmeißen. Martin, lass uns eine kurze Frage-Antwort-Runde machen. Ist bei unserem Podcast hier sehr beliebt. Kurze Frage von dir, kurze Antwort oder kurze Antworten. Sag uns noch mal drei Dinge, die Martin Limberg morgens macht. Ah, ich mache immer, wenn ich aufwache, ich stehe direkt auf, ne? Wecker klingelt auf, da mache ich die 60 Sekunden Wettkantenübung. Die erste Frage, die ich mir stelle, wenn mein Job heute so wird wie die letzten drei Monate, habe ich dann noch mal Bock, drei Monate zu verlängern. Und wenn meine Ehe mit Andrea heute so wird wie gestern, habe ich Bock, drei Tage zu verlängern. Hunde bleiben. Ich habe ja drei Hunde. Das nächste, was ich dann mache, ist, ich mache meine Wim Hof Atemübung. Ich bin ja ein absoluter Wim Hof Fan. Ja, dann mache ich Sport in Verbindung mit Lernen jeden Tag. Und dann wieder in den kalten See im Winter oder kalt duschen. Ja, und dann setze ich mich hin und mache mein Limbeck High-Performance-Prinzip, meinen Erfolgsplaner, den ich ja entwickelt habe für Führungskräfte und für Verkäufer. Und dann gehe ich duschen und dann gehe ich an meinen Schreibtisch. Sehr schön. Zu Wim Hof sag vielleicht zwei Sätze, die es nicht kennen. Ich sehe es ja bei dir auch regelmäßig. Ich finde es immer sehr beeindruckend. Wim Hof ist ein geiler Typ. Er hat 28 Weltrekorde mit im Eisbad sein. Mhm. Aber den letzten, den er gemacht hat, eine Stunde 58 Minuten unter Beobachtung in einem Eisbad. und dann haben wir noch, das Thema, dass er eine Atemübung hat. Mhm. Er ist ein Phänomen, er war bei vielen Ärzten an vielen Universitäten, hat sich Viren spritzen lassen, hat sich auch jetzt zu Corona geäußert und hat über eine Atemtechnik, wie du deinen Körper extrem unter Sauerstoff setzt, ja, Viren ausgeatmet innerhalb von Stunden. Und diese Atemübung ist relativ einfach, du tust 30 Mal tief einatmen durch die Nase, in den Bauch, machst den Bauch fett, ja, dann hältst du die Luft an für 15 Sekunden, aufgeblasen, pustest aus, ja, so, wieder 30 Mal, hältst die Luft an, wieder so lange du kannst, nach dem 30. Mal. Es gibt Leute, die sollen angeblich 6,5 Minuten schaffen, für mich ein Phänomen, also ich habe es schon mal 2,5 geschafft, ich schaffe meistens so 1,5, 1,50, 2, aber es gibt Menschen, die schaffen 3, 4 Minuten, das wiederholst du 4 Mal und damit bist du sofort da, hast dein Körper gereinigt, Blut zirkuliert besser. Und das Kalte macht dich eben, das ist der dritte Part bei ihm, mental fitter. Hm. Also ich habe mit Leuten von Wim Hof gearbeitet, Instructor, ich will bei ihm auch noch die Ausbildung machen, sobald du wieder das kannst. Der geht also, der ist im Shorts im Winter ein Kilimanjaro hoch jetzt weiter. dann die Leute mit, weißt du, mit dem Vollbar, ja. Eis dran und nur im Short und Handschuhe die Wälder hochgehen oder die Berge hochgehen. Ja. Und er sagt, dann mit Leuten gab es, glaube ich, auch die lebenlang Therapie gemacht haben, die keinen Mut hatten, ja, die Blockaden hatten und nur dadurch, dass sie einmal es geschafft haben, in dieses Eiswasser 2 Minuten zu gehen, war alles weg. Und nicht. Also beim Kaltduschen morgens bin ich ja noch mit dabei. Aber das Eisbad ist schon crazy. Das mit dem Luftanhalten finde ich spannend. Ich hoffe, da sieht niemand von der Pharmaindustrie zu und kriegt das mit. Damit kannst du ja kein Geld mehr verdienen, wenn die Menschen noch Luft anhalten müssen, um gesund zu werden. Nicht mehr krank, ne? Also nur, dass wir auch gesprochen haben. Ich mache das jetzt seit einem halben Jahr. Ja. Nichts. Und ich bin mega Fan davon geworden. Ich mache das jeden Tag einmal. Sehr cool. Also das war die lange Version von drei Dinge, die du morgens machst. Drei Dinge, die du gerne kochst. 1,2 Kilo Tomahawk Steak, Medium Rare. mein Gemüse. Sehr gut. Drei Bücher, die du gelesen hast und die jeder unbedingt lesen sollte. Nicht gekauft hat er schon, so den Topverkäufer. Okay, mach mal drei Bücher, die nicht von dir sind. ganz klar, Denke nach und werde reich.
immer noch ein Klassiker, war für mich eines der besten Bücher, auch heute noch lesbar. Napoleon Hill. Tony Robbins' Power-Prinzip. Mega, 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 mega Buch. Ja, und sicherlich eines der besten Bücher für Verkäufer zum Thema Akquise ist von meinem Freund Tim Taxis, heißt auf Kaltakquise. Geiler Titel, geiles Buch. Unterschreibe ich alle drei. Drei Filme, die dich inspiriert haben. Glengarry Glen Ross, ist ein reiner Verkäuferfilm, Immobilienbüro gedreht, total geil. Mega, mega Film. Natürlich Wall Street, Lunches für Loser. Ich mache kein Lunch, schon Jahre nicht mehr, weil ich brauche die Mittagspause, um zu arbeiten im Seminar. Weil ich nicht gerne esse, das sieht man gerade zu Corona-Zeiten. Habe ich wieder aber da reicht die Haare schön, guck mal hier. Ja. Bleibt das, bleibt die, ist es jetzt die neue Standardfrisur, bleibt die jetzt? Du, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber ich habe mich dran verliebt. Also ich dachte mal, einmal aussehen wie Stefan Friedrich oder Andreas Buhr, geht. Ja, ja also so. Von daher, was hat mich noch inspiriert oder Filme inspiriert? Einer meiner Lieblingsfilme ist geworden, ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe, auch mit Führungskräften gucke, ist ganz klar Upsal Boom. Der Inhaber hat ja in Verbindung mit Christian Gründling einen Film gedreht. Mhm. Ja, Bodo Jansen, Christian Gründling, der Autor. Für mich mega, mega, mega Film. Da geht es eben in dem Film darum, wie wird die neue Arbeitswelt aussehen? Wie funktionieren die Menschen heute? Und das ist mega. Und weil ich sagte ja auch sofort den Titel, warum fällt mir gerade der Titel, fällt mir auch gleich sofort wieder ein. Bodo Jansen. Warte mal, ich google es direkt dazu. Ja, sehr gut. Ja, deswegen ist ja das Schöne an dieser schönen Tante Google hier. Hier ist genau, die Stille Revolution. Ne? Stille Revolution heißt der Film, auch sein Buch. Und mega. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Vielleicht gerade an dich die Frage, drei Eigenschaften, die ein guter Vertriebler haben sollte. Disziplin. Ich telefoniere jeden Tag. Neue Kunden, drei Bestandskunden, jeden Tag telefonieren. Disziplin. Sich damit identifizieren können, auch wirklich zu sagen, guten Tag, Herr Kackmarci, ich bin Verkäufer, ich möchte Ihnen was verkaufen. Und diesen Berater-Laberei weglassen oder Multilevel-Marketing hast du ja auch mal ausprobiert. Wir empfehlen nur, wir verkaufen nichts, da kotzt jemand im Strahl. Ich habe nie was auf die Kette, weil die nur empfehlen und nicht verkaufen, weil damit bin ich einfach nicht ehrlich. Ist so. Und der dritte Punkt ist eben, und das ist, glaube ich, der schwierigste Punkt von allen Punkten, Ablehnung nicht persönlich zu nehmen, also resilient zu sein. Mhm. Ja, und das Nein nicht persönlich nehmen, und da weiß ich auch lernen, ich habe es früher sehr, sehr persönlich genommen und war dann immer ganz traurig und die bösen Menschen, und das gehört dazu. Ja, wir müssen eins alle lernen, Satz von mir, es gibt Menschen, die machen mit uns Geschäfte, weil wir so sind, wie wir sind, und dann gibt es Menschen, die machen mit uns keine Geschäfte, weil wir so sind, wie wir sind. Sehr, sehr schön. O-Ton, bleib so, wie du bist, dann ziehst du automatisch auch die Kunden an, die zu dir passen. Nee, da ist nicht meiner, sondern das ist so die Höchststrafe. Nehmen wir mal an, Kerim, du hättest Freunde. Das ist eine reine Hypothese. Ja? Du hast Geburtstag. Mhm. Jemand gratuliert dir und sagt, Mensch, Kerim, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, bleib so, wie du bist. Den würde ich sogar wieder rausschmeißen, weil er nicht dein Freund ist, weil du willst ja weiter. Aber bin dabei, ich weiß, was du meinst. Bleib authentisch, bleib du. Aber wichtig ist... Absolut. Hab ich falsch formuliert? Witzigerweise... In meiner Standard-Geburtstagsnachricht ist immer der Satz drin, bleib nicht so, wie du bist, sondern entwickel dich immer weiter. Sondern ich meinte damit, bleib authentisch, ne? Dass du dich nicht verstellst, dass du nicht versuchst, mit dem Kunden gut Freund zu werden, sondern dass du bei deinen Werten bleibst, dass du weißt, wer du bist, wofür du stehst, und dann werden automatisch Menschen Bock auf dich haben, ne? Die dich dafür schätzen, dass du so bist, wie du bist. Alles klar. Okay. Ja. Das meinte ich. Als allerletztes drei Menschen, die dich inspirieren oder inspiriert haben. Ach du, das sind ganz viele, das kann ich gar nicht an drei festmachen. Also ich muss wirklich sagen, also einer, der mich sehr inspiriert hat, war mein erster Verkaufsleiter, Jürgen Weidner. Irgendwann so ein typischer, oder was heißt so ein typischer, ist so einer der ersten, wie man früher gesagt hat, Aussteiger gewesen. Mit 45 ist er nach Kreta mit seiner Frau oder nach
Festhäuser und hat einen Olivenhain gemacht und ist als hat genug Geld verdient gehabt, dass er mit Immobilien von den Immobilieneinnahmen leben konnte. Mhm. War ein so geiler Chef und ein so guter Verkäufer, auf eine ganz ruhige Art und Weise, eher introvertiert, nicht so extrovertiert, wie ich bin. Der hat mich sehr, sehr inspiriert. Wer hat mich noch inspiriert? Gut, das waren auf dem Weg so viele Menschen. Nikolaus Enkelmann war einer, der wichtig für mich war. Ja, ich darf sagen, dass ich mich freute. Ich war einer der wenigen, die, glaube ich, auch mit ihm ganz gut konnten, weil er auch sehr kantig war. Kollegen und den er auch sehr schätzt, der hat mich mal angerufen, nachdem ich bei Maischberger gesessen hatte als Experte und sagte, Martin, am nächsten Tag rief er bei mir in Königstein an, haben noch mit Claudia darüber gesprochen auf ihrem Kongress, wo ich sprechen durfte, Nikolaus Kongress letztes Jahr. Du hast unsere Zunft gestern im Fernsehen gut vertreten, ich bin stolz auf dich. Nikolaus Enkelmann, ich habe dich geadelt. Ja. Aber es sind auch ganz viele Menschen des Lebens. Weißt du, ich glaube, dass jede Begegnung einen Sinn haben. Ja, und dass jede Begegnung was hat. Ne? Die Frage ist, siehst du die Lernkurve da drin? Mhm. Ne? Und ich habe nicht so das Vorbild, sondern ich mag das Wort Vorbild auch nicht, weil meine Erfahrung ist in der Persönlichkeitsentwicklung und wenn ich mit Menschen spreche, Vorbilder erdrücken meistens. Mhm. Wer so sein will wie sein Papa, seine Mama oder sein bester Kumpel oder der oder der. Aber ich habe ganz viele Menschen, die ein Leitbild in manchen Dingen sind. Zum Beispiel mein Freund Thomas Lündong und auch Mentor von mir. Der ist mit seiner Waldi, keine Ahnung, 45 Jahre zusammen. Und wenn ich sehe, wie die miteinander umgehen, mega. Oder auch meine Eltern, 84, beide über 60 Jahre zusammen. Die haben natürlich auch schon gestritten, die streiten nochmal. Aber trotzdem, wie liebevoll noch die miteinander umgehen, ist für mich eine riesen Inspiration. Weil ich glaube, Beziehung, weißt du selber, ist die schwierigste Baustelle, die wir im Leben haben, weil es anderes Kindergeburtstag da geht. Das stimmt, ja. So, und also das langfristig auf einem guten Niveau zu halten. Ne? Mhm. Aber natürlich auch Leute wie Anthony, Tony Robbins, der Trainerkollege, der heute ein enger Freund ist, der ein paar Jahre älter ist, bin ich damals sehr gewohnt. Hans-Uwe Köhler, also gab es so viele Menschen, die mich inspiriert haben. Ne? So Hans-Uwe klopft mir immer auf die Schulter und sagt, das habe ich aus dem Kerl gemacht hier. Und er war auch wirklich einer der mich auch mitgeformt hat am Anfang. Also ich habe so viele, oder nimm, es ist eine neue Frau in mein Leben gekommen, die mich inspiriert hat, die ich gar nicht kannte. Schwester Teresa, nicht Mutter, Schwester Teresa. Kräftige Dame, war mal die Skateboardfahrende Schwester, kam aus dem Leistungssport und Leichtathletik. Du kennst es doch manchmal. Manchmal ist es der eine Satz oder das eine Beispiel, der daneben fand. Die hat einen Satz gesagt, oder zwei, drei Sätze in ihrem Vortrag, die hat vor mir gesprochen, ich war nachher dran, die waren so negativ. Was ist das höchste Gut auf der Welt? Es ist nicht Gesundheit, sondern was ist das Wichtigste, was der Mensch braucht? Es ist nicht Gesundheit, sagte sie. Dass du jemanden hast, der dich liebt. Geliebt zu werden ist wichtiger wie Gesundheit, weil wenn du krank wärst, dann, und wir sagen, Gesundheit ist das Wichtigste, dann heißt es ja, wenn du dich krank fühlst, dass du nichts wert bist. Aber das höchste Wert ist, geliebt zu werden, fand ich mega. Absolut. Ja, zweites Beispiel, was ich sage, fand ich auch total geil. Was ist schlimmer als der Tod? Na klar, so eine Schwester, die da sitzt, sowieso an Wiedergeburt und so glaubt, ne? Was ist schlimmer als der Tod? Und den fand ich auch mega, wenn in dir was stirbt. Wenn in dir was stirbt, die Liebe zu irgendwas, die Liebe für was. So, ne, und das ist ja auch dein Thema, anderen Mut machen. Und viele Menschen haben ja keinen Mut. Und viele Menschen tun es ja eher runtermachen, als dass sie sich selber aufwerten. Ne? Ja. So, und das ist ja unser Job. Wir wollen andere größer machen. Ne? So, und sowas finde ich, da kriege ich Gänsehaut, sowas finde ich geil. Ja. Also, ja. Da sind es die Kleinigkeiten, wenn du genau hinschaust, wenn wir eben achtsam sind. Und das durfte ich da auch lernen. Auch du hast mich schon inspiriert mit Dingen. Ich kann mich nur erinnern, manchmal gehen ja die Gäule mit mir durch. Da habe ich mit irgendwas geärgert, habe ich irgendwas bei Facebook gepostet, was heute Gott sei Dank nur noch selten passiert. Ja, da schriebst du mir, werde ich nie vergessen. Mensch, Martin, sag mal, muss das sein? Meinst du nicht? Fand ich so. Da bin ich sehr reflektiert, weil du hast es ja auch schwierig. Gestern wieder an der Tankstelle, wie ich wiedergekommen bin, auf einmal fährt einer neben mich, kommt mit zittrigem Henry raus. Sind Sie nicht Martin Limbeck? Bin großer Fan, darf ich ein Foto machen? Das ist ja auf der einen Seite auch schön. Ja, aber ich bin zum Beispiel überhaupt nicht feedbackresistent, das weißt du, ja, sondern
du machst ja Dinge aus deiner Emotion raus. Man geht halt die Gäule mit dir durch. Und ja, manche Sachen, die da auch passieren in Facebook oder auch in Social Media, die gehen mir halt tierisch auf die Nüsse. Diese Selbstexperten, die, weißt du, noch keine, aber egal. So. ich bin da bei dir. Ich bin ja auch ein Freund klarer Worte. Alles gut. So, weißt du, aber das ist ja gar kein Thema. Die Überschrift ist dieselbe, ist eine andere. Inhalt ist derselbe. Ich verschenke mein Buch, ich verschenke meinen Kurs, trage dich hier ein und dann schwemme ich dich tot. Leid, ja. Ist nicht meine Welt. Deswegen bin ich, dass ich da sehr stark im B2B-Feld unterwegs bin, mit Unternehmen arbeiten darf, die weiterentwickeln darf. Wir machen ja auch offene Seminare, aber eben nicht so viele und dann eben andere Themen. Ja, nee, da bin ich, da sind wir sehr auf einer Wellenlänge, was das Thema angeht. Martin, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir sind relativ am Ende. Danke dir erstmal für die offenen Antworten auf die Fragerunde. Abschließend vielleicht, was war denn in deiner langen Karriere, die dich sehr, sehr erfolgreich gemacht hat oder die du sehr erfolgreich gestaltet hast, besser gesagt, was war denn die mutigste Entscheidung, die du getroffen hast in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die dich am weitesten gebracht hat? Boah, Kerem, echt eine schwierige Frage, aber ich mach sie kurz. Einmal, ich habe mich vor vielen Jahren früher definiert, unter Kollegen ist das ja so, kennst du auch so ein bisschen mein Haus, mein Boot, mein Honorar, also wer das höchste Honorar, war auch mal eine Zeit lang, dass ich mich da mit einem Kollegen, der auch im Sales unterwegs ist, aber nicht mehr in Deutschland lebt, gegenseitig hochgepowert habe, du weißt das. Interessiert mich gar nicht. Ja? Ich habe mich entschieden, also wir haben natürlich mal noch ein Honorar für ein Vorderhaus, aber wir haben einen Loop-Prozess, du weißt das Produkt bei uns, was wir sehr maßgeschneidert für unsere Kunden machen, und da kommt dann ein Preis raus, 127,17 € für 6 Monate die Leistung da drin. Damit habe ich eine neue Delle gemacht, für mich auch neue Denke gemacht, weil Projektgeschäft verkauft sich ganz anders wie Tagessätze. Größer auch zu denken, war sicherlich eine sehr mutige Entscheidung. Und die zweite mutige Entscheidung war vor 4 Jahren, muss ich mir vorstellen, guck mal, wir haben hier 25 Leute, jetzt sind wir die Trainer außen vor und Berater, die sind ja alle selbstständig im Franchise. Ich habe vor 4,5 Jahren ja mit meiner heutigen Frau Andrea die Entscheidung getroffen, von Königstein im Taunus wegzugehen nach Wesel an den Niederrhein. Komplett neuen Innendienst gemacht. Ich habe mein Haus verkauft, ich habe praktisch wie ein Startup neu gestartet. Auch der Andreas, den du ja auch gut kennst, sagte, Mensch Martin, hast du nicht Angst, dass dein Umsatz runtergeht? Wir haben neue Leute ins Unternehmen bekommen, auch einen Wechsel schon wieder gehabt, zwischendrin natürlich bei dem einen oder anderen. Wir haben im letzten Jahr unseren Umsatz verdoppelt zu 2018. Also haben wir auch noch nie gemacht, in einem Jahr durchaus. Neue Geschäftsfelder, wir machen heute viel Sales-Beratung, wir sind BAFA-Berater, jetzt KMU-Berater, machen da eben viel zu Strategien auch im Sales-Bereich, was ich erzählt habe, was wir gestern waren. Und das war sicher eine mutige Entscheidung zu sagen, ich verlege meinen kompletten Wohnsitz und Geschäftssitz 300 Kilometer und mal komplett neu durch. Und das war schon eine mutige Entscheidung, weil du hast schon den besten Flughafen vor der Haustür, bist schnell in Frankfurt nach Düsseldorf, Reisezeit viel mehr geworden. Das war schon mutig, das zu tun. Aber vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass neue Inspiration kommt. Wenn ich überlege, ich bin ja 2019 auch ins Saarland gezogen, weil ich Nachwuchs bekommen habe. Und jetzt habe ich kein Büro mit festen Mitarbeitern, die da sind, die die Tagesarbeit machen. Noch lange nicht die Größe, die Martin Limberg hat. Aber nichtsdestotrotz war es eine Umstellung, ne? Weiter weg vom Flughafen, weitere Reisen, haben den Umsatz von 2019 zu 2018 aber auch verdoppelt. Also von daher liegt vielleicht am Umziehen. Wenn der Umsatz stagniert, einfach mal umziehen. Also, vielleicht hilft es ja. Oder Umsatz ohne Stagnation umziehen. Geht auch. Ja, das ist auch gut. Ja. Wer noch Lust hat, ich habe auf unserer neuen Webseite limbeckgroup.com, muss ich noch gleich eingeben, komplett eingeben im Browser oben, weil wir noch die alten online haben. Dort haben wir ein E-Book zum Thema Certified Remote Sales zum Downloaden. 80 Seiten habe ich geschrieben gerade für diese Zeit. Wer Lust hat, einfach draufgehen. Ja, und ansonsten sage ich, hey, hat Spaß gemacht. Es wäre jetzt meine Abschlussfrage gewesen. Wie kann man mit dir, mit euch Kontakt aufnehmen? Wo gehe ich hin? Was gibt es von dir? Limbeck.com ist alles drauf oder sonst auf allen Kanälen, LinkedIn, Xing, überall. Ja. Und wir haben am 2., meine Frau, die verkauft mehr wie ich, du, am 2.7. und 3.7. sagt sie, haben wir wieder online den Certified Remote Seller, also das offene Seminar, wie verkaufen online. Ja, also wer Lust hat, findet das auch unter Terminen, 2. und 3. 7., weißt du? Ich will wieder eine Handtasche haben, deswegen gibt sie mir ein Zeichen. Verkauf was! Verkauf was!
Mein Lieber, es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an all diejenigen, die live mit dabei waren. Und bist du noch da? Ich bin da, ja. Da zeigt er was. Warte, ich wollte noch schnell hier. Oder gibt mal einer von den anderen ein. Ich sage, ich wusste nicht, dass man mich da nicht mehr sieht. Ich wollte noch was im Browser eingeben. Gib noch mal ein. Dann www.limbeckgroup.com in einem durchgeschrieben. Ja, das kriegen wir hin. Schreiben wir sowieso in die Shownotes auch unten drunter. Alles klar. Und dann nochmal danke an alle, die mit dabei waren und danke an dich. Und das Schlusswort bekommt mein Gast, das bekommst du. Vielleicht nochmal so, bis wir dich sehen können. Und dann darfst du, hast du das letzte Wort, mein Lieber. So, warte mal. Warte mal. So, jetzt sieht man mich wieder, oder? Nee. Warum siehst du mich da nicht mehr? Die Kamera geht. Jetzt sehe ich dich wieder. Jetzt? Ja, guck mal, jetzt siehst du mich. Ja, das so, mit der Digitalisierung, das ist manchmal nicht so einfach. Ja, da bin ich wieder. Schlusswort. Ja, ihr Lieben, bleibt an euren Themen dran. Schau, die meisten werden deswegen nicht erfolgreich, weil sie mehr auf andere hören und weniger auf sich hören, gerade im engsten Umfeld. Glaub an dich selber, in jedem von uns steckt mehr drin. Deswegen gibt es so Menschen wie Kerim auch und viele andere gute Menschen, die das Beste aus dir rausholen wollen, weil wenn wir anderen helfen, glaube ich an das große Universumskarma, helfen andere uns auch. Und in dem Sinne, ja, bleibt dran an euren Themen. Tolles Schlusswort, Martin. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal an alle. Ja, mein Freund. Tschüss. Ciao. Ciao, mein Lieber.